Ja, servus Leute, ich melde mich heute in sehr ungünstiger Position. Ihr werdet wahrscheinlich die Hälfte des Videos meine Stirn nicht sehen, weil ich die Kamera hier im Auto nicht besser hinbekomme. Aber es ist für mich ein ernstes Thema. Es geht um gestern Abend, um den letzten Stream. Und bis ich an den PC komme und dazu mich äußern kann, habe ich noch viel zu viel Zeit, das sacken zu lassen und mich nicht aufzuregen. Denn ich bin gerade ziemlich angepisst und möchte einfach mal ein paar Dinge loswerden, die ich gestern versäumt habe. Das war ein Riesenfehler von mir. Aber wir fangen erstmal an. Warum ich gestern gestreamt habe, war einfach spontan. Ich war auf der Arbeit, sehe, oh geil, Eddie streamt, habe ihm schon geschrieben, dass ich nachher dazukomme. Dachte mir so, komm, kannst ja auch einen Stream ranschmeißen. Ich habe meinen Stream nur deswegen angeschmissen, um meinen Viewern, um euch eben einen Gefallen zu tun, weil ich in der letzten Zeit mehr hätte gerne streamen wollen, aber es nicht getan habe. Das hat unter anderem den Grund, dass ich halt ein Real Life habe. Ich habe, wie manche wissen, zwei Kinder, ich habe einen Vollzeitjob und ich bin die Nacht um 3 ins Bett, hat morgen um 7 Uhr auf und war den ganzen Morgen auf den Beinen, fahre jetzt auf die Arbeit, es ist jetzt 13:26 und ich bin seit 7 Uhr on the way. Habe kaum gepennt und bin dementsprechend auch jetzt ein bisschen gereizt, weil ich eigentlich dachte, komm, die Sache gestern ist abgehakt und Eddie hat sich gerade bei mir ein bisschen schon ausgekotzt, zu Recht, völlig zu Recht, weil ich die Dinger gestern auch echt unterschätzt habe. Ich möchte keinen Namen nennen, aber diejenigen, die dabei waren, wissen, was los war. Und wer auch gemeint ist, fühlt sich, denke ich, angesprochen. Es kann nicht sein, dass Leute sich bei ihm im Stream irgendwie dumm dran stellen, von ihm ermahnt werden und dann bei mir weitermachen. Ich habe zwar einige Dinge gesehen und halt einen auch ein bisschen belächelt oder auch ignoriert, aber aus dem Grund, weil ich bei mir keine Bühne bieten wollte. Außerdem habe ich gedacht, Eddie hat das bei sich dann schon geklärt und dann wollte ich bei mir nicht nochmal ein Fass aufreißen. Das hat zwei Gründe. Erstens wollte ich jetzt noch mehr Unruhe in den Stream bringen, weil ich dachte, Eddie hat es geregelt und ich muss da bei mir jetzt eingreifen. Das war sehr naiv. Zweitens streame ich, um Spaß zu haben. Und ich streame, um Spaß an dem Spiel zu haben, um Spaß mit euch zu haben. Und wenn ich mich dann mehr über andere Sachen aufregen muss, dann leidet das Gameplay, dann leidet meine Laune und dann habe ich keinen Bock mehr da drauf. Ich habe, um euch das mal zu sagen, gestern das erste Mal COD angemacht seit Donnerstag. Gut, zwischendurch mal ein, zwei Runden, aber wirklich nicht lange, weil ich einfach nicht oft genug dazu komme. Ich habe, wie gesagt, ein Real Life und das wissen die Leute, die lang genug zuschauen. Ich nehme mir viel Zeit in meiner Freizeit, um für euch hier Content zu erstellen und Videos zu machen, mache das aber als Hobby und aus Spaß. Und trotzdem möchte ich hier niemanden anpissen. Wenn meine Viewer dann bei Eddie Stunk machen oder sich dann bei mir aushalten, ich habe nachher noch mitbekommen, dass Leute mir andauernd geschrieben haben, sag doch mal was, mach doch mal was. Da muss ich echt sagen, warum seid ihr dann wieder darüber? Warum? Das ist wirklich Grundschulniveau, das ist Kindergarten, das ist wie bei meiner Tochter, die ist 5. Da wird jemand gehänselt, da wird jemand geärgert, dann gibt es Stress und dann kommen die, die gehänselt und gestresst haben, gehen wieder dorthin und wundern sich, warum dann Stress entsteht. Das ist Bullshit. Da muss man einfach erwachsen genug sein, um wegzugehen. Ich möchte an der Stelle klarstellen, wer Eddie nicht mag, hat dann halt ein Problem, weil ich in der letzten Zeit sehr viel mit Eddie gespielt habe und auch wahrscheinlich noch spielen werde, weil ich den Eddie mag. Nur, wenn ich dann immer mit ihm streamen kann, weil dann so eine Scheiße passiert, dann werde ich meinen Stream halt einfach auslassen. Fertig. Dann streame ich weniger. Weil ich habe gestern Abend die Möglichkeit gehabt, einfach nur beim Eddie mitzuzocken. Vielleicht ein bisschen was mitzuklippen, keine Ahnung. Oder halt eben auch für euch ein bisschen was mitzumachen. Deswegen der Stream von mir auch. Damit ihr auch auf meinem Kanal, auf meiner Sicht, dass meine Viewer auch was davon haben. Ich hätte auch nichts machen müssen. Da hättet ihr ja gestern keinen Stream gehabt, heute wahrscheinlich kein Video, weil ihr hier seht, ich bin unterwegs und kommt zunächst. Dieses Video kommt komplett ungeschnitten, weil ich das mit dem Handy hier aufnehme. Ich kann nur mal zum Thumbnail erstellen. Sowas wollte ich auch nicht. Mann, was kotzt mich einfach an, dass so ein Kindergarten hier breit wird. Was soll der Bullshit? Ich spiele das Ganze aus Spaß und ich hab da keinen Bock, mir wieder jemanden zu suchen wie den Eddie, mit dem ich Spaß an dem Spiel habe. Also ich habe Spaß schon an dem Spiel. Ich habe es gestern am Anfang im Stream gesagt, dass ich solo weniger Spaß habe mit Leuten. Und der Eddie ist wirklich ein Typ, mit dem es auf Anhieb gut gelaufen hat, mit dem ich mich auf Anhieb verstanden habe, mit Anhieb durchgehend Spaß habe. Durchgehend gute Runden, viel gute Laune, dummes Gelaber und auch einer der wenigen, der ein bisschen was auf dem Kasten hat hier oben. Der Eddie ist nämlich ein ziemlich cleverer Typ und hat auch schon viel gesehen, ist auch nicht der Jüngste. Und deswegen finde ich es echt ätzend, wenn Leute ihn nicht leiden können, aus meinem Stream dann gehen und bei ihm im Stream doof machen. Und vor allem die Viewer, die bei mir gar nichts mehr Sache mitbekommen, dann denken, er wäre ein schlechter Typ. Und am letzten Video haben alle gefeiert, dass Eddie und ich zusammen gezockt haben.
Und ich auch. Und ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ich werde da in Zukunft härter drauf eingehen. Ich werde auch meinen Mods da ein bisschen mehr Instruktionen geben. Der Nörgel hat gestern zum Beispiel, also Red Swiss Race, hat öfters gesagt, wechsel doch einfach mal das Thema. Auch namentlich weiß ich, Alexander Weindorf hat sich zwischendurch ein paar Mal beschwert, dass nur noch bei mir rumgeflammt wird über dieses Thema. Und ich finde es einfach nicht gut, wenn da halt so rumgeflammt wird. Ich hoffe, ihr akzeptiert das, ihr respektiert das. Wenn nicht, ist auch nicht mein Problem. Ich werde einfach mit den Leuten spielen, mit denen ich Bock habe. Und ich werde dann da halt in Zukunft auch härter durchgreifen müssen. Was ich eigentlich nicht will, weil ich eigentlich, und das ist ein Problem an mir, ich bin relativ naiv und gutgläubig, was Menschen angeht. Und denke einfach zu selten daran, dass Menschen Arschlöcher sind. An der Stelle möchte ich halt einfach sagen, ich streame weniger und nicht so erfahren wie zum Beispiel der Eddie. Und gehe deswegen oft an Problemen lockerer ran und rede auch lockerer um diese Probleme drum herum. Oder denk mir, ja komm, don't feed the troll, Klassiker, und dann passiert sowas. Also Eddie ist wirklich pissed, ich kann das voll nachvollziehen, und wenn er jetzt keinen Bock mehr hat, mit mir aufzunehmen, dann bedanke ich mich bei jedem, der daran beteiligt war. Denn ich werde dann auch einfach meinen Stream auslassen, weil ich keinen Bock habe, mir jetzt erstmal einen anderen zu suchen. Es kotzt mich einfach nur an, wenn die Leute das einfach nicht respektieren, was andere Leute machen, was ich mache. Wenn jemand mir nicht gefällt, dann gehe ich nicht auf den Stream. Ich sehe einen Typ, das fing ja alles an in der Szene, wo er 50 Dislikes wegen der Cam bekommt. Das habe ich so halbwegs am Rande ja mitbekommen. Das ist ein Bullshit. Die Leute im Internet, diese Anonymität im Internet. Oh, guck mal, der hat einen Bart, Spaß, die Dislike. Anstatt, dass sie sich mal 2 Minuten Zeit nehmen, sich den Typ anzugucken. Und selbst wenn der Typ dann nur ein bisschen flamet. Alter, ich kann euch Stunden Material zusammenschneiden, wo ich nur rumheule und flame in Streams. Das kommt immer darauf an, wie der Stream läuft, wie die Runde läuft, wie das Spiel läuft, wie die persönliche Verfassung ist. Das ist so wichtig, wie gestresst du bist, was bei dir privat abgeht, was gerade so los ist. Ich hatte zu WW2 und letztes Jahr auch im WO4 einige Streams, wo ich sehr angepisst den Stream angemacht habe, weil ich privat sehr, sehr viel Struggle hatte, sehr, sehr viel Stress, sehr wenig Schlaf, viel Probleme auf der Arbeit, zu Hause und sonst wo, und die dann auch gefühlsmäßig mit in den Stream geschleppt habe. Wenn man dann, wie der Eddie gestern zum Beispiel, nur 1 Stunde gepennt hat und abends eh schon gereizt ist und den Stream nur angelassen hat, weil ich dazu kam und dann mit mir zusammengezockt hat, der hätte ihn sonst garantiert schon früher beendet, dann ist es einfach scheiße, wenn Leute so eine Nummer abziehen. Das wollte ich an der Stelle einfach mal loslassen. Komplett ungeschnitten, ohne Thumbnail. Hier jetzt meine kurze Ansage. Also wenn ich die Woche wieder streame, was ich halt vorhab, und wieder so eine Scheiße passiert, dann mache ich den Stream direkt ungefragt aus. Und dann habt ihr, dann mache ich keine Streams mehr, ist das zu blöd. Ich werde die Leute bannen, und wenn dann jemand mit seinem zweiten Account kommt und doof macht, dann ist es mir zu blöd, Alter. Ich mache das hier aus Spaß. Ich will damit nicht groß werden, was mir auch immer vorgeworfen wird. Ich mache das nur fürs Geld. Ich will damit keine mega harten Klickzahlen feiern und keine mega Abos bekommen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn das passieren würde. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich auf einmal jeden Monat 10.000 der Scheiß verdienen würde. Aber ich mache es aus Spaß nebenher. Ich habe andere wichtige Dinge im Leben. Und wenn ihr mir die bisschen Freizeit, die ich habe, noch vermiest mit so kindischem Verhalten, Alter, da müsst ihr euch nicht wundern, wenn ich euch wegbanne. Mir macht das Ganze zu sehr Spaß, und die Leute, die wirklich ehrlich kommen und Spaß haben, da waren auch Gott sei Dank genügend dabei, denen möchte ich auch das Ganze nicht nehmen und auch nicht den Abend versauen. Boah. Genau das ist doch der Grund, warum ich das teilweise so lang, ja, klein geredet habe. Einfach, oder ignoriert habe. Ich hatte keinen Bock, diese schlechte Stimmung jetzt auch bei uns zu übertragen, weil halt auch Leute da waren, die Spaß an dem Ganzen hatten. Und ich kann mich da jetzt rausreden, wie ich will. Ich habe Mist gebaut. Ich hätte da besser handeln müssen. Habe ich nicht getan. Werde ich in Zukunft aber, weil ich einfach pisst bin, ich werde auch in Zukunft Eddies Chat komplett offen lassen. Das habe ich gestern nicht gemacht. Das war ein Riesenfehler. Einfach damit ich mitreden kann. Und falls sowas nochmal kommt und sowas nochmal passiert, dann ist hier Achterbahn. Es nervt mich gerade wie Sau. Ich gehe jetzt auf die Arbeit. Hoffe, ihr habt mich 8 Minuten 50 hier gegeben. Haut rein. Nächstes richtiges Video dann wieder morgen. Ciao.